Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Wir spacen weiter, Outer Space. Und ja, meine letzte Folge sind wir eh hier stehen geblieben. Wir haben diese Keucher teilweise jetzt vernichtet. Müssen uns jetzt noch den einen oder anderen entledigen. Zwei Stück, glaube ich, sind es noch. Und das machen wir jetzt ganz gemütlich, genüsslich und locker. Vom Hocker. Und dann haben wir es eventuell geschafft. Holen wir uns die Nummer 2. Und ich bin da scheinbar an denen vorbeigelaufen, weil ich so gierig war auf diesen Rick. Ja, das ist die Gier, Freunde. Das ist die Gier. Da lässt man alles stehen und liegen. Aber ist ja kein Problem. Wir haben schön nachgerüstet, das kann man auch sagen. Der Knoten, also der Anzug ist voll aufgepowert im Moment. Was ich ja auch gut finde. Ich wüsste halt gern von wo er grunzt. Ja, vielleicht setzen wir uns ja mit Lift auf ihm drauf. Etage 3. Auch schön, gut gegangen. Hier rüber. Wir schauen, ob hier noch was liegt. Ja, tatsächlich schon. Rubin-Halbleiter. Den wollen wir nicht liegen lassen. Und Credits. Supi. Leitende Gärtnerin. Cross. Ah, schau, da ist er ja schon. Achso, nein. Ich bin jetzt echt geschreckt wegen. Ne. Medipack groß. Sag bloß. Der Textlog lese ich mich dann durch. Was ist du hinter dir hast. Gut, ist scheinbar alles ruhig. Glück gehabt. Bericht aus dem Chemielabor an Dr. E. Cross von Professor H. Jägerwald. Das passt super, der Name, der Jägerwald. Betreff organisches Wachstum. Elisabeth, wie gewünscht habe ich die neuesten Testergebnisse fürs organische Wachstum, das wir auf dem Schiff beobachtet haben, beigefügt. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber wir müssen eine gemeinsame Studie mit Dr. Howell durchführen. Die Substanz ist absolut faszinierend. Angesichts der Vorliebe für totes Gewebe dachte ich zuerst, es handelte sich um eine Art Pilz, aber die Zellen ähneln am ehesten Bakterien mit viralen Eigenschaften. Dieser Organismus infiziert andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und vermehrt sich durch Agomogenese. Die Geschwindigkeit, mit der es wächst, ist unglaublich. Eines dieser Bakterien vermehrt sich in nur einer Minute um das 20-fache. Deshalb konnten wir, glaube ich, auch keinen konkreten Entstehungsort ausfindig machen. Es schien einfach gleichzeitig an mehreren Stellen des Schiffs aufzutreten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will meinen Ruf nicht aufs Spiel setzen, aber ich glaube, es könnte eine echte außerirdische Lebensform sein. Professor Hawley vermutet, dass es sich um einen Lebens
Raumtransformator handelt. Die Gasentladung ist enorm, deshalb riecht es auch so übel. Aber welchen Zweck es dient, wissen wir einfach nicht. Welche Organismen könnten in Symbiose mit ihm existieren? Gibt es sie da draußen? Könnte sie sogar empfindungsfähig sein? Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Tja, Heinrich, das war peinlich. Gut. Ich habe ihn einfach mit irgendwas K.O. gehabt. Mit meinem Medipack. Ich habe mit dem Medipack klein gegeben. Schön. Das hast du auch verdient, du. Hier oben haben wir uns umgesehen, gell? Ja, hier war der Halbleiter, genau. Ja, ja, sicher. Na passt so, dann müsste der nächste in Etage 2 sein, okay? Etage mal 2. In die andere Richtung. Wir wollen aber Hydrosteuerung. Renn zu Tode. Die ist nicht schade. Ich wollte nur schauen, Hydrosteuerung, ob man da halt mal schon was speichern kann. Bah! Bist denn du? Ja, der ist ja ekelhaft. Ich hab im Plasma-Cutter nichts mehr drin. Okay, die haben wir schon hergefotzt. Ist da ein Speicherding? Nein. Ich bin weit entfernt. Ja, der zuckt sich noch ein bisschen. Ja. Gut, dann müssen wir den letzten von D erlösen. Dschungelambiente. Ja, keine Ahnung. Hier müssen wir lang. So viel weiß ich. Kühlkern West. Da ist die Pest. Ja, das ist die. Okay, das ist die. Und dann habe ich den hier übersehen. Weil die habe ich ja erledigt. Das sind die, was explodieren, das liegt ja noch herum. Aber interessant. Deswegen hat es mich so verwirrt. Wir haben hier einen erledigt und scheinbar sind halt mehr auf den Ebenen. Ja, ja. Schon langsam wieder Shoot aus, gell? Macht nichts, wir haben alles andere fertig, wir haben jetzt Zeit, oder? Dürft's ja nicht vergessen, das ist mein erstes Mal, ist ein bisschen verwirrend ab und zu mit der Karte, da komme ich durcheinander, ich tue mir das sowieso allgemein schwer. Ich war ja hier, da habe ich hätte nichts gesehen. Schwerelosigkeit aktiviert. Ja, und ich habe mir noch gedacht, der Raum. Eigentlich komplett für Arsch.
Aha, hier. Die habe ich nicht gesehen. War lauter schnell, schnell. Und weil es mir dann schon so verwirrend vorkommen ist. Weil ich schon so verwirrt war. Ja, von wo? Wo bist du? So, aber das war er jetzt. Drohnenmäßig sehe ich nichts, den anderen müssten wir auch nicht. Schön doch erledigen, na ja, sicher. Wie wär's, wenn's mal ein paar bisschen Munition zukommen lassen würde jetzt, Freunde? Sie nachladen. Schaut's an. Schwerelosigkeit aktiviert. Jona, sicher. Wo ist er? So. Achso, das ist da oben. Medipack klein, okay, das geht. Wir sind noch relativ frisch unterwegs, da ich den Anzug aufgelevelt habe, also aufgepusht habe, passt das ja. Haben wir ja wieder volles Leben gehabt. Hier raus, also das mit dem Schweben, ja, ja, ich tue mir doch etwas schwer immer wieder mal, ihr merkt es, aber es, wie oft hat man das schon in Spielen, gell? Komm mal immer durcheinander, weil es dann oben, unten, wenn die dann anspringen, Alter, das ist Horror.
Ich hab gedacht, vielleicht explodiert das Teil, wenn ich es auf ihm, aber offenbar nicht. Falsch gedacht in dieser Schlacht. Naja, macht ja nichts. Geschafft haben wir's. Irgendwie. Energiekanone, ja klar. Gut, wir haben 57.000. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das heißt, wir können uns dann schon mal wieder einig ab und an was erlauben. Aber wie gesagt, 50.000 wollte ich zusammen haben. Für... Naja, den nächsten Anzug. Weil ich mir vorstellen kann, könnte, dass der 50.000 groß wird. Ich weiß es nicht, aber so in dem Schnitt, man, wenn ich das auf den Spielen halt kenne, ist es halt oft so. Na, weil 20 hat das eine kostet, Upgrade, ne, und dann wäre das mit 50.000 mehr als das Doppelte. Und das musst du ja oft rechnen. Gesund war das nicht, oder? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so passieren sollte. Jetzt wieder den Scheiß machen. So. Puh. Ja, da hol ich mein Rohr nicht mehr, ne? Zumindest kannst du sie wegschleudern kann. Und wenn es ginge, tut es bestimmt sehr weh. Aber hey, wieder speichern. Wenn wir irgendwann den Dreier-Ding haben, dann haben wir hier zumindest eine Tür, die wir öffnen könnten. Und ansonsten war ja hier nichts. Stufe 3 mäßig. Gut, wir haben hier draußen gespeichert. Ich weiß ja nicht, was uns jetzt dann hier erwartet. Dann so fightmäßig. Ich glaube nicht, dass denen das ziemlich geschadet hat. Luftschleusenfreigabe, ja bitte. Kontamination im Lebensmittellager registriert. Schleuse geöffnet. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich ihm noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist?
Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Ja, na freilich. Ja, hör mal einfach los. Sicher. Schwerelosigkeit aktiviert. Ja, wenn ich was sehen würde. Ich hol mir mal die Dinger so ran. Ja, das ist ganz easy. Holen wir die Truhe. Schön. Sehr gut. Ja, ich hole mir mal alles ran, was ich irgendwie kriegen kann. Ohne dass ich mich da jetzt bewegen muss. Wohl nichts oder komm ich wohl nicht hin. Und gehen nämlich nochmal raus, speichern. Man ist ja logisch. Das andere, was hier eventuell noch leuchtet, ist nicht erreichbar für mich. Sonst sehe ich da immer nichts mehr. Gehe nochmal zurück, das kann ich dann speichern, dann brauche ich das nicht nochmal machen, sollte ich sterben. Ne? Schwerelosigkeit deaktiviert. Ja, dann haben wir einen in die Schranken gewiesen. Gut. Das wird jetzt wieder super, oder? Ich freue mich richtig auf den Leviathan. Man schon so heiß, was wie diese göttliche Wasserschlange da aus den Mythen sagen und Mythen, da kannst du ja nur freuen. Ich weiß nicht warum. Kann ich nicht da ein bisschen Ruhe haben, ein paar Meter. Bin nur gespeichert. So.
Schwerelosigkeit aktiviert. Weil man sieht ja halt auch so viel, gell? Hat ihm das weh dann überhaupt? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist das, was ich da mache, wieder richtig oder nicht? Ah, jetzt habe ich es gesehen. Okay, ja gut, musst du wissen, ne? Und war das alles umsonst, was ich gemacht habe? Man muss der Depp da im Weg stehen. Ne? Ist es richtig oder nicht? Ich weiß es Ja, ist du, Alter.
Ja, komm. Sei doch tot. Ja. Toxische Gefahr beseitigt. Nice. Also komm, dafür habe ich ein Lob verdient. Beim ersten Mal. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Danke, Isaac. Kommen Sie wieder rein. Wir sollten reden. Ja. Wäre nicht schlecht, gell? Das hätten wir vorher schon können. Aber so sind meine Urlaube. Gut. Immer beschissen. Den haben wir leer ballert, aber der hat sich bezahlt gemacht, muss ich sagen. Ja? Die Strahlenkanone. Schwerelosigkeit deaktiviert. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Ja. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob. Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm. Ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Kapitel 7 ins Leere. Schön. Muss ich mir jetzt hier wieder aufopfern? Okay, hier sind keine Monster. Supi. Wie schaut's hier aus? Habe ich alles verbraucht von meinen Medipacks? Nein, ich habe mir sogar zwei kleine, habe ich sogar tatsächlich noch schon. Sind wir überblieben? Ja, Profi. Gut, ich hätte auch mit der Stasi arbeiten können, dann wäre das. Ja. Ha! Gut, ja, in dem Moment. Ja. Jetzt komme ich natürlich drauf, ne? Aber Abbaudeck klingt ja schon einmal gut. Wenn wir so nachdenken, weil das können wir ja gut gebrauchen. Zum Abbaudeck müssen wir so oder so hin, ne? Gut, da. Nein, ich wollte nicht. Achso, ja, ich hätte umswitchen müssen. Ich wollte nur was verkaufen, eigentlich im Inventar, und zwar eine von D. Da passt das schon. Und gleich mal zwischenspeichern, Freunde. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns zum Abbaudeck. Ganz keck. Wow. Ja, schön, schön, schön. Ja, ging doch ganz gut. So, mit Stasi hätte man eigentlich arbeiten können, dann wäre das Maul vielleicht länger offen gewesen. Wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Aber es hat funktioniert. Wir haben Medipacks und das gehabt. Also von dem her hat schon passt, ne? Man kann es natürlich besser lösen. Aber ja, so ist es halt, gell? Ich sag auf jeden Fall danke fürs Zusehen. War mir wie immer eine Ehre und habidiere!